Servus, heute möchte ich mich einfach ein bisschen über die Thematik Alltagsrassismus auslassen. Auslassen ist jetzt auch ein bisschen unpassendes Wort. Ich möchte mich einfach dazu äußern. Wenn zum Beispiel Cola, Bier in unserem Alltag einfach sich eingenistet hat, die Bezeichnung Neger. Ja, die Bezeichnung Neger wird auch gleichzeitig benutzt, um Menschen afrodeutscher Herkunft, farbiger Herkunft, wie auch immer man das nennen möchte, zu beschimpfen. Ja, die Nazis nennen einen Neger, in den USA wird das Wort häufig in einer Abwandlung, sprachlichen Abwandlung, auch benutzt. Und es ist immer eigentlich, die Verwendung ist eigentlich fast immer negativ und möchte beleidigen. Und gleichzeitig wird aber auch in den bayerischen Kneipen beispielsweise das Wort, das Getränk Cola Bier als Neger bezeichnet, steht dann sogar auch unverblümt und total mutig, nenne ich das mal, um nicht ausfallen zu werden. Wobei man mutig natürlich auch mit dumm, latent rassistisch betiteln kann. Latent rassistisch deshalb, weil wenn man sie dann darauf hinweist und sagt, hey, ihr habt erstens mal teilweise eine afrodeutsche Bedienung, ja, eine Kellnerin oder ein Kellner, der einem das, den Neger bringen muss, bei dem man das auch vorweg erstmal bestellt hat, der dann auch ganz blöd schaut erstmal und sichtlich unangenehm ist in dieser Situation, weist man die Leute darauf hin, erstens mal die das so bestellen, wobei das Wort auch nochmal in der Speisekarte aufgelöst wird, in Klammern steht da nämlich Cola Bier oder Weißbier Cola oder ähnliches, steht da drin, wenn man sie darauf hinweist, ich habe das schon immer so bestellt, ja, dann sage ich euch, ihr habt es schon immer falsch gemacht, ja, schon immer, ja, und wenn diese Reaktion dann so kommt, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, dann tut es mir leid, dann muss ich mein Bier, was ich ja schon bezahlt habe oder bezahlen muss, bis zur Hälfte trinken, damit ich ein bisschen was wenigstens im Bauch habe und den Rausch dann schon beginnen kann. Das halbe Bier über euren Kopf schütten, damit müsst ihr leben mit dieser Gefahr. Und das ist einfach so, es gehört sich nicht, man sagt es nicht. Ja, und das sollte sich auch schon rumgesprochen haben, wenn ich mal auf den Kalender schaue. Es ist Jahr 2012 und ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre schon dieser angeordnete Antirassismus zwar, aber trotzdem dieses Wort zum Beispiel Negerkuss in Schokokuss umbenannt wurde. Und das sollte sich schon rumgesprochen haben. Also allein schon an diesem kleinen Beispiel, ja, auch wenn es nur verordnet ist. Ja, ich finde, das ist nur... Ist nur ein Staubkorn in Sachen Antirassismus, den man vorantreiben muss. Ja, und dann kommen die Leute dann auch häufig zu mir, so, wenn ich dann, ja, bin ja bekannt dafür anscheinend, keine Ahnung, auch wenn ich nicht bekannt dafür wäre, ich werde auch gefragt, du, wo ist denn der beste Döner in der Stadt? Bin ich Döner-Gugel? Ja? Keine Ahnung. Und genauso sind es auch dann Situationen. Ich bin dankbar dafür, dass die Leute wenigstens fragen, ja, aber obwohl das auch schon nervig ist, darf ich das Wort jetzt benutzen? Weiß nicht, Kanacke, Neger, ähnliches, Zigeuner, darf ich das jetzt benutzen? Ne? Ich bin nicht euer Rassismusradar. Ja, wenn ihr das in eurem Vokabular habt, dann kann ich nichts dafür tun. Ihr müsst einfach mal euch hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt andere Menschen und Ethnien, wie auch immer man das nennen möchte, nicht mehr beleidigen. Und ich möchte auch nicht in die Gefahr kommen, dass ich irgendjemanden beleidige. Wie gesagt, diese Worte, Kanacke, wann benutzt man die? Entweder als Selbstbezeichnung, ja, dann ich darf's. Ich darf mich selber Kanacke nennen, aber du darfst es nicht. Verstehst du? Es gibt nur ganz wenige Situationen, in denen man das sagen darf. Ganz wenige. Und dann kommt es auch immer darauf an, wer das sagt. Und auch Neger. Wie gesagt, man benutzt es, um Menschen zu beschimpfen. Von vorn bis hinten. Und auch so Zigeuner. Das wird alles einfach so anstandslos, kommentarlos übernommen. In unserer Kantine wird das politisch inkorrekte Schnitzel so
so spaßen wir einfach immer. Heute gibt es wieder das politisch inkorrekte Schnitzel, das Zigeunerschnitzel, ja, dieser Antiziganismus, der eigentlich auch da mittlerweile schon so normal geworden ist, dass die Leute das einfach sagen. Wieso, weiß ich nicht. Ja, ich weiß schon wieso. Weil das denen zu anstrengend ist. Dann kommen sie, ach komm, du schon wieder, ja, jetzt machen wir einen Punkt und so, ja, ich weiß jetzt, zwar, ich bin ja kein Rassist, ja, ich fahre zweimal im Jahr in Urlaub nach Ägypten und in die Türkei. Ja und? Ich habe eine Perserkatze und wenn ich über die Iraner schimpfe, sag, hey, alle Perser stinken und ich hasse alle Perser und die sind faul und sind Fundamentalisten und Islamisten, dann kann ich auch rausreden. Ich habe eine Perserkatze. Ich kann kein Rassist sein. So ähnlich auch, ich hab einen Schwarzen in der Verwandtschaft, ne? Und ich kann nicht rassistisch sein. Also sollen die Leute jetzt echt nicht falsch verstehen, ja? Es gibt natürlich auch andere Situationen, aber es ist mir auch egal, ob das falsch versteht. Die Leute, die es verstehen, wollen, so verstehen wollen, wie ich es nicht gemeint habe, sind die Leute, die ich ansprechen möchte. Ja? Und Cola Bier, keine Ahnung. Die Leute reagieren trotzig einfach. Sagen, das steht schon immer da. Ich habe schon mal eine Kneipe gehabt, saß schon mal in einer Kneipe, meiner Stammkneipe und habe irgendwann mal in die Karte geschaut, weil ich nie in die Karte geschaut habe, einfach so bestellt, ohne reinzuschauen, weil ich immer wusste, was es da gibt. Und dann habe ich mal irgendwann mal reingeschaut, das steht tatsächlich näher. Ja, nach 8 Wochen Boykott haben die Karte geändert. Ich meine, das ist ein kleiner Erfolg. Und ich möchte mir das jetzt auch nicht irgendwie auf die Fahne heften und sagen, hey, ich hab das geschafft. Ja, das ist nur einer von vielen, einer von Hunderten, von Tausenden Läden, die das einfach immer noch benutzen, das Wort. In Zeiten von Dönermorden, in Zeiten von offenem Rassismus, à la Sarrazin, à la Neonazis, überall, Gerd Wilders, politicalincorrect.de oder com oder dann Scheiß, ja, jetzt habe ich die Scheiße nochmal reproduziert, die verdammten rassistischen Seiten und auch die rassistischen Schriften, sei es von der Bild-Zeitung beginnend bis hin zu der Schaltzentrale des Kapitals, RTL und Pro7, sollte es eine gewisse Sensibilität hervorrufen, es sei denn, man hat kein Interesse daran, das zu ändern. Und zu sagen, statt mich zu fragen, muss man einfach mal ein Buch in die Hand nehmen. Ja? Es gibt genügend Bücher. Und statt mich nach dem besten Döner zu fragen, sollte man, weiß ich nicht, die Döner-App runterladen oder so ein Scheiß. Aber aufhören damit einfach. So schaut's aus. Danke.